Mad Doctor ist ein C64-Klassiker, den leider viel zu wenig Leute kennen. Ihr schlüpft in die Rolle eines verrückten Wissenschaftlers, der Frankenstein nachbauen will. Tja, wer will das nicht? Deswegen habe ich auch ein Let's Play dazu gemacht. Da sieht man, wie der verrückte Wissenschaftler durch das Dorf rennt und langsam auf der Suche nach Kadavern ist, die man dementsprechend einfach wiedererweckt. Deswegen fragt euch mal, wenn euer Nachbar irgendwie sinnlos im Garten ausgräbt, was der da macht. Das Lustige an diesem Spiel ist, dass natürlich das Dorf verschieden auf euch reagiert. Und ihr könnt euch denken, wenn man mit Leichen durch die Gegend rumrennt, stellen die doch die ein oder andere Frage. Komisch, oder? Das bisher größte und längste Let's Play-Projekt ist Terranigma für das Super Nintendo, eins der stärksten JRPGs von Enix, aber eigentlich besser bekannt als ein Teil der Quintan-Trilogie, Terranigma, Soul Blader und natürlich Illusion of Time bzw. Illusion of Gaia. Und Terranigma bietet neben den typischen JRPG-Elementen eine Menge Simulationsmöglichkeiten und hält sich nicht mit Kritik an der Evolution zurück. Deswegen für mich ein dicker Pluspunkt. Hier sehen wir den lustigen Ark mit dem typischen Namen, wie er einfach durch Krista rennt, die erste Stadt, die man später auch wiedersehen sollte, die aber, ich sag mal, das ein oder andere düstere Geheimnis hat. Das kann ich, glaube ich, schon vorwegnehmen. Ich glaube, jede Stadt hat in diesem Game irgendein düsteres Geheimnis. Es sind nette Charaktere hier. Ich habe die auch versucht, mit einem persönlichen Touch der Stimmen zu versetzen. Ich denke, das Game muss man in all seiner Pracht einfach erleben. Ein absoluter Super Nintendo-Klassiker und nie in USA erschienen. Unglaublich, oder? Zurück zum C64-Universum und hier darf eigentlich eine Reihe nicht fehlen. Die letzte Ninja-Trilogie, The Last Ninja. Das Highlight Arma Kuni gegen Kuni Toki durch, witzigerweise, vier Teile in der Trilogie. Es gibt 1, 2, 2 Remix und 3. Ich habe sie alle Let's Played und für mich immer noch das Highlight auf dem C64, Last Ninja 2, Doppel-Daumen Plus, absoluter Pflichttitel, legendäre Musik. Hier sind wir in Level 1 von Teil 1, dem Start der legendären Trilogie. Das Kampfsystem kann man lange drüber reden oder wie ein Verrückter im Hintergrund gerade sinnlos schreien. Wir wissen nicht, was er nimmt, aber liebe Freunde da draußen, nimmt es nicht, denn Verlierer nehmen nur Drogen. Last Ninja brilliert neben den Kampfsequenzen über seine Adventure-Elemente und seine Jump-and-Run-Sachen. Es ist einfach ein absoluter Klassiker von System 3. Dann folgte mein erstes Arcade-Let's Play eines Automatenspiels von Data East, Captain America and the Avengers, die Rächer, natürlich passend zu dem absoluten Monumentalfilm von Marvel. Muss man einfach gesehen haben, hier ist der Cap, noch eine coole Sau, ist er in den Comics eher selten. So, hier wird einmal richtig schön gekloppt, so wie man das kennt aus typischen Sachen. Ihr seht hier auch eine Menge Nebencharaktere, die man kennen muss. Eigentlich ist der Titel wirklich schön, da ist der... War Quicksilver, ne? Genau, hörte ich gerade auch im Hintergrund. Hat mir eine Stimme irgendwie gerade aus dem Off gesagt, dass das Quicksilver war. Und diese Stimme hat recht. Es ist ein schönes Beat'em'up mit vielen Optionen. Eigentlich etwas, was jeder Fan gesehen haben muss. Neben Mace of Galias ist für die Lamulana-Reihe auch The Treasure of Ushash, das weiß ich ja jetzt, wie es ausgesprochen wird, wichtig. Dies ist auch ein echt starker Plattformer mit einer sehr guten Musik. Sind auch verschiedene Kulturen verarbeitet in diesem Setting, muss man einfach gesehen haben, wer auf Jump'n'Run und Plattform steht, hier ist euer Game. Wir steigen in den ersten Level ein. Jede Welt ist aufgebaut in 4 normale Stages und einen Bossfight. Ihr habt oben unterschiedliche Fähigkeiten, die Emotionen betreffen, Traurigkeit, Wut, Lustigkeit und ich glaube, das eine ist normal oder so. Wit und Class sind zwei Charaktere, die auch so eine Story haben und ich kann es schon vorwegnehmen, das Einzige, was der Titel wirklich hat, ist ein ganz, ganz abartiges Ende.
Warum sie das gemacht haben, weiß, glaube ich, wohl niemand. Manning Mansion hat mich nie wirklich richtig losgelassen und so war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, als ich dann endlich das NES-Modul erhalten habe, weil ist ein bisschen anders geworden als die C64-Version oder die späteren PC-Versionen. Ein Punkt, der mir gar nicht gefällt, der habe ich auch sofort abgestellt, hat sich auch sofort jemand beschwert. Ich habe sofort die Musik abgestellt, weil das war echt nervig. So sieht die NES-Version aus von okay, Manic Mansion, von dem alten C64-Klassiker, der für X-Versionen neu umgesetzt wurde. In dieser Version gibt es ein Ende, was es in anderen Versionen nicht gibt, denn ihr könnt den Meteor der fleischfressenden Pflanze geben und ja, dann habt ihr gewonnen. Dave spielt hier natürlich auch wieder eine wichtige Rolle, ihr kennt mich ja, und das muss man einfach genießen. Auch die Nintendo-Zensuren, die sind ein Erlebnis. Wer Manic Mansion gesehen hat, kann hier gerne noch einmal zugucken. Highlight. The Hobbit auf dem MSX war mein erstes englisches Let's Play, das ich zusätzlich dann noch, weil es hatte keine Soundeffekte, mit Musik von Kevin MacLeod unterlegt habe. So ging es los, so startet er in dieser Halle und ich kann es schon vorwegnehmen, natürlich neben dem englischen Let's Play werde ich auch bald ein deutsches Let's Play machen. Das mache ich dann in der ZX Spectrum Version, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich fand die Version grafisch ganz nett, das war auch die Version, die ich damals hatte. Da gab es doch zusätzlich auch noch The Hobbit als Buch und das fand ich eigentlich ganz geckig. Passend zum 250er Special wollte ich unbedingt ein Spiel machen, das unglaublich viel Klasse, unglaublich viel Stil und unglaublich viel Kultur hat. Leider habe ich es nicht gefunden, deswegen habe ich Barbie Supermodel gemacht auf dem Sega Mega Drive. Und wir schalten uns natürlich ein bei der Pret-a-Porter Catwalk Show von Superstar Barbie, wie sie stehen bleibt und einfach mal wartet auf ihren Auftritt. Sehen Sie hier diese unglaublich behende Bewegung, für die manche Programmierer standrechtlich erschossen werden. Und das vollkommen zu Recht. Ein Jahrhunderttitel. Gott sei Dank nie in Europa erschienen. Es gibt doch Gerechtigkeit. Drei Episoden gab es von One Must Fall 2097 als kleines Preview. Dieses Beat'em-up von Epic Mega Games. Vielleicht mache ich davon mal ein richtiges Let's Play. Mal sehen. Das kann ich nur unterstützen. Der Stahlkäfig unter Strom, das Markenzeichen von One Must Fall. Etwas, was die WWE sicherlich nie mehr machen wird und noch nie gemacht hat. Wie sollten sie es auch? Lasst euch nicht von der Langsamkeit täuschen. Dieses Spiel wird nachher richtig schnell und richtig intensiv. Und es hat auch Fatalities. Vielleicht motiviert ihr mich ja mal, das als Let's Play zu machen. Zack McCracken and the Alien Mindbender ist ein weiterer Hit von Lucasfilm bzw. LucasArts. Ein absoluter Gigant, vielleicht sogar ein besserer Humor als Manic Mansion. Das Einzige, was mir immer noch auf den Nerven geht, sind die Labyrinthe. Das wird sich, glaube ich, nie ändern. Eine Geschichte aus dem Leben von Zack McCracken und sein völlig verständnisvoller Boss, der ihn ein wenig motiviert, tolle Geschichten, tollen Journalismus, hervorragende Artikel zu schreiben. Nee, was mache ich euch vor? Ihr arbeitet für ein Schmierblatt und dürft, glaube ich, Geschichten schreiben, die selbst Erich von Däniken nicht veröffentlichen würde. Und ich glaube, das heißt schon was. Aber es ist lustig.